Und zugeschaltet ist uns vor dem Mannschaftshotel der Teammanager der deutschen Fußballnationalmannschaft, Oliver Bierhoff. Schönen guten Abend, Herr Bierhoff. Ja, hallo, guten Abend. Herr Bierhoff, das Spiel gegen Frankreich ist jetzt 2 Tage her. Die Bewertung, die ging danach in die Richtung, das Glas ist jetzt halb voll. Aber die große Polonaise der Mannschaft durchs Hotel danach ist noch ausgefallen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, es ist schon richtig natürlich. Ich glaube, es war ein gutes Zeichen. Wir wissen natürlich auch, dass es noch ein Weg ist für uns. Das kann man auch nicht von heute auf morgen umstellen. Aber die Mannschaft hat eine große Leistung gezeigt, großen Charakter gegen den Weltmeister. Man hat die Qualität der Franzosen, glaube ich, klar erkennen können. Und insofern war das ein wichtiges Zeichen. Und man hat das natürlich, glaube ich, auch im Spiel mal gemerkt. Auch die letzten 2 Monate, die Diskussionen rund um die Leistung sind natürlich auch an den Spielern so nicht vorbeigegangen. Und ich fand es einfach auch wichtig, dass auch dort nach einer kurzen Schwächephase im Spiel eine tolle Reaktion da war und wir eigentlich über 90 Minuten vor allen Dingen mit großem Herzen und Disziplin gespielt haben. Also ein 0:0 auf jeden Fall der besseren Sorte gegen den Weltmeister. Und das aber in dieser Situation, denn sie standen unter Druck, da war Ungewissheit. Das fing schon bei der Frage an, wie werden sie von den Fans in München empfangen? Jetzt war das ein auffallend freundlicher Empfang, den sie da erlebt haben. Hat sie das überrascht? Es hat mich vor allen Dingen riesig gefreut, ähnlich wie auch hier in Heidelberg, aber auch in München. Es war eine ganz tolle Stimmung im Stadion. Man hat gemerkt, dass unsere Fans uns unterstützen wollen und natürlich auch wissen, dass wir ihre Unterstützung brauchen. Und das gibt natürlich der Mannschaft und uns auch Mut, auch dort weiterzumachen. Und gerade diese Unterstützung in dieser schwierigen Zeit beim Spiel in München, aber jetzt auch beim nächsten Spiel hier in Sinsheim, ist natürlich enorm wichtig. Aber das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme, denn Sie haben viel Kredit verspielt bei der WM in Russland. Wie wollen Sie sich den auch langfristig wieder zurückholen? Ja, das geht nur durch Leistung. Das geht nur durch gute Leistung auf dem Platz, so wie wir uns damals den Kredit auch erarbeitet haben. Wir haben jetzt einen Weg noch vor uns und wir können auch nicht erwarten, dass es mit einem Spiel alles direkt wieder abgestellt ist und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir müssen das jetzt wieder bei jedem Spiel unter Beweis stellen. Wir müssen natürlich mit unseren Leistungen, vor allen Dingen auf dem Platz, mit leidenschaftlich gutem Fußball, da auch wieder für Konstanz sorgen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir diesen Weg so weitergehen. Also was wir auf jeden Fall rein sportlich gesehen haben, war eine solide Leistung, ist aber auch eine Revolution der kleinen Schritte jetzt zunächst mal gewesen. Das war für München, das war gegen Frankreich sicher richtig. Aber ist das auch zukunftsfähig? Aber was ist für uns alle die Zukunft? Ich meine, wir haben natürlich die EM 2020 im Blick. Bis dahin müssen wir eine gute Mannschaft aufbauen. Wir wollen natürlich auch erfolgreich spielen und wir wollen natürlich auch die vielen jungen Spieler, die bei uns Platz finden werden und die auch immer wieder die Chance bekommen werden, richtig aufbauen. Und wir glauben einfach, dass das auch der richtige Schritt ist. Zumal wir ja auch auf Spieler setzen oder auch im Kader sind, die zwar Weltmeister sind, aber auch noch in einem Top-Fußballalter sind und vor allen Dingen bei internationalen Spitzenclubs wie jetzt Real Madrid oder Bayern München auch dort spielen und Führungsspieler sind. Also insofern halte ich den eingeschlagenen Weg für vollkommen richtig. Das Spiel morgen findet in Sinsheim statt gegen Peru. Jetzt meldet der Spiegel, dass der DFB-Präsident Reinhard Grindel veranlasst hat, aus Angst vor möglichen Störungen durch Eintracht-Ultras dieses Spiel von Frankfurt nach Sinsheim zu verlegen. Was ist da dran? Ja, ich habe die Nachricht natürlich auch gesehen. Ich kann natürlich jetzt nichts über Mailverkehr sagen, an dem ich nicht beteiligt bin. Aber unser Vizepräsident Rainer Koch hat ja auch entsprechend sich dazu geäußert. Es war natürlich auch im Vorfeld ein Gedanke dahin, dass wir nach der WM auch ein ausverkauftes Stadion haben wollten, dass gerade auch im September zu Saisonbeginn es nicht immer so einfach ist. Und wir hier in Sinsheim, das sehen wir auch hier, tolle Fans haben, Menschen, die sich freuen. Und das ist generell natürlich auch eine Überlegung bei uns, wo wir demnächst auch Länderspiele, Freundschaftsspiele nicht nur in den großen Stadien ausführen, sondern eben auch mal wieder in kleinere Stadien gehen. Und Herr Grindel weiß natürlich auch, dass sich die Eintracht-Ultras eher weniger für die deutsche Fußballnationalmannschaft interessieren. Rein sportlich noch der Ausblick, Oliver Bierhoff, Sie haben angekündigt, dass Sie einen Beirat gründen werden. Es sind auch schon 2 Namen im Umlauf, einmal Herbert Heiner, der frühere Chef von Adidas, und Berti Vogts. Wie kann Ihnen dieser Beirat helfen? Wer wird da drin sitzen? Auch ein paar kritische Geister?
Ich glaube, Berti Vogt ist schon bekannt dafür, kritisch zu sein. Er hat sich ja auch an der einen oder anderen Sache schon geäußert. Und Herbert Heiner als ehemaliger Vorstandsvorsitzender auch von Adidas ist nicht nur Fußballkenner, weil er natürlich Fußballfan ist, sondern natürlich auch einen weiteren Blick über andere Dinge. Es soll eine gute Mischung aus verschiedenen Bereichen sein mit Personen, mit denen ich natürlich zuerst sprechen will, bevor ich Namen nenne. Aber die vor allen Dingen einmal einen kritischen Blick von außen auflegen. Das auch intern bei uns äußern, das ist eben das Wichtige, Hinweise geben aus ihrer Erfahrung, uns natürlich eventuell auch von ihrer Erfahrung, aber auch ihrem Netzwerk helfen können und somit eigentlich unsere gesamten Maßnahmen, die wir nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern auch in der Nachwuchsarbeit, in der Akademie angehen, werden einfach auch beurteilen und auch ein ehrliches, auch kritisches Feedback geben. Oliver Kahn ist heute hier, soll ich den mal fragen? Könnten wir mal diskutieren, ja, auf jeden Fall. Er ist ja auch ein kritischer Geist, er ist ein Fußballkenner. Absolut, aber insofern, auch schwierig, der Mann, Fall ganz auch, schwierig. Ein Ex. Ja, schwierig ist ja auch gut, wenn es konstruktiv ist und man natürlich dann auch gute Vorschläge bringt. Das ist eigentlich gerade auch in diesem Kreis wichtig. Vielen herzlichen Dank, Oliver. Wir hoffen alles Gute für morgen. Aber ihr bezahlt ihn beim Fußball besser, beim ZDF besser insofern. Weiß da wäre ich mir nicht so sicher. Danke, alles Gute.